In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hey ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Oh, meine Ohren sind zu, keine Ahnung warum. Ja, ich war gerade mit Audel und Lina in den Arkaden. Audel ist jetzt noch beim Friseur, ich bin nach Hause gekommen, ich wollte nämlich meine Sachen packen. Boah, kennt ihr das, wenn euer... wenn das juckt? Da ist die Zunge besonders gut für. Genau, ich habe bei H&M ein paar Sachen gekauft. Einmal für Lina diese Jogginghose für 3 Euro. Das ist einfach perfekt für zu Hause, für draußen, für alles. Dann habe ich ihr so einen Einteiler geholt für 5 Euro. Ja. So, dann habe ich für mich noch 2 Schwangerschaftsoberteile gekauft. Die waren nochmal reduziert. Das hat jetzt 3 Euro gekostet. Einfach ein T-Shirt in Größe S. Und einmal so ein Halbarm für Größe S für 4 Euro. Ich finde, das kann man auch nach der Schwangerschaft super anziehen. Und für die Kleine, ich wollte gerade den Namen sagen, habe ich noch dieses Set gekauft. Das war jetzt von 20 Euro auf 8 Euro reduziert. Mit einem Buddy, die Hose dazu und Strampler. Ja, das kommt alles um. Das kann man auch für einen Jungen anziehen, finde ich. Also wenn ihr das jetzt hier finden solltet bei H&M. Das haben die neu reingetan. Könnt ihr das gerne auch für Jungs kaufen. Ich finde, das passt voll gut. Ja, wir haben heute 30 Grad. Es ist auch total warm draußen. Ich muss mal schauen, was ich jetzt anziehe, wenn ich zu meiner Mama fahre. So, ich räume aber erstmal hier auf und lade meinen Akku auf. Keine Ahnung. Die Brandlos-Box ist gerade angekommen. Ich habe schon alles rausgeholt und den Karton entsorgt. Ich wollte euch das mal kurz zeigen. Wir haben einmal hier von Red Bull Organics ein Biogetränk mit Ginger Ale. Das gleiche dann nochmal mit Bitter Lemon. Also diese Box ist wirklich sehr getränkelastig. Dann einmal Paulaner Zwickel, Naturtrüb. Dann haben wir hier Essig. Das ist perfekt für alle. Das mit Granatapfeltrauben und Acerola Aronia, keine Ahnung was das ist, für den Salat perfekt. Dann haben wir hier einmal ein Baked Cracker Crisps mit Sour Cream und Schnittlauchgeschmack. Dann haben wir hier einmal No 52, Schatz, ist das Whisky? Whisky sage ich, Wodka, sowas ähnliches. Auf jeden Fall für Cocktails steht drauf. Dann einmal für die Frauen, Spritzero mit Pink Grapefruit, 5,5%. Bis wann ist das denn gültig? Steht gar nicht drauf, oder? Nee. Dann haben wir einmal Milka Crunch and Break. Ich mag sowas ehrlich gesagt nicht, das ist auch neu. Dann haben wir hier mit Kokos. Das schmeckt sehr, sehr lecker. Und hier haben wir einen Mandeldrink. Das mag ich auch nicht. Ich denke mal, das hier werde ich dann in die Box packen und dann verschenken, wie wir das immer machen. Das war unsere Brandless-Box, die wir selbst bezahlen, immer noch. So ihr Süßen, heute schon der nächste Tag wieder. Oh Gott, wie ich aussehe. Ich habe ehrlich gesagt nicht gefilmt gestern. Warum? Weil wir in den Arkaden waren. Meine Mama war dann kurz hier und dann sind wir wieder in die Arkaden gefahren. Ich habe euch ja gezeigt, was wir gekauft haben. Dann bei Kaufland, ihr müsst mal schauen, ob ihr das auch habt, habe ich diese Stickeralben gefunden. Die waren schon 5 oder 6 Euro auf 1 Euro reduziert. Ich habe jetzt einmal für Lina zwei Stück mitgenommen und einmal 2 Stück für unsere Neffen im Irak. Also für unsere Neffen und für unsere Nichte. Und zwar sind das so richtig große Stickerbögen. Das sind hier Einladungskarten, Stickeralbum, das sind Sticker und das sind auch komplett alle Sticker. Das ist einmal für die Mädels und einmal von Feuerwehrmann Sam. Da sind dann so Etiketten dabei zum Aufkleben. Das weiß ich gar nicht, was das ist. Dann haben wir hier ein Stickeralbum. Hier nochmal das gleiche. Dann haben wir hier so 3D-Sticker. Und hier hinten steht dann drauf, was alles drin ist. Also hier zum Beispiel Buchsticker, danach 3D-Sticker, normale Sticker. Ach, das sind auch normale Sticker.
Dann haben wir hier 36 Seiten Stickeralbum und PVC-Sticker. Okay. Ja, das hat beides 1 Euro gekostet, also einzeln. Und Lina hat ihr Elsa schon aufgemacht. Das ist dann das von Feuerwehrmann Sam. Lina ist auch übrigens am Schlafen. Ich muss sie gleich wecken. Unser Strom geht die ganze Zeit an und aus. Ich weiß gar nicht warum. Aber der ist auch gerade weggefahren. Und da schläft die kleine Maus. Das Bett ist so groß. So, ihr Lieben, wir sind jetzt in Hürth auf dem Erlebnisauto. Hier waren wir ja schon mal. Aber heute ist es sehr, sehr voll. Hätte ich nicht gedacht bei dem Wetter. Weil wir haben knapp 30 Grad. Wir haben jetzt einfach mal wegparken müssen. Das gehen wir aber. Nein. Musste man hier Eintritt zahlen? Nö, ne? Nur Futter. Genau, Lina wollte in den Zoo, aber hier macht es bestimmt mehr Spaß. Meinst du, erinnert sie sich noch? Nö, ne? Schau mal, wirklich. Warte, da bin ich am Warten. Da kannst du laufen. Okay. Warte noch 10 Minuten. Ja, mal schauen, wie es hier ist. Der Boden. Ja, Papa, dann hast du jetzt wieder. Salamanca, warte. Guck mal, du brauchst keine Angst haben, Baba. Guck mal, der macht nichts, siehst du? Genau. Siehst du? Der macht nichts. Nein, nicht so. Guck mal, ich zeig dir mal. Aua, guck mal, was ist denn mit dem Baba! Ist das okay? Nein. 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 Super. Ah, Schatz, sie hat gespuckt. Hi, Mann. Alter, richtiger Ökis, Spuckgeist. Schatz, diese großen Tiere stehen. Nein, diese Riesenbohnen. Oder Rhabarber? Nee. Weißt du, wie man das kocht? Nee. Das ist einfach im Wasser und Salz drauf tun, bis das richtig kocht. Jawohl. Weißt du, wie viel 1 Kilo sind? Ja. Ich rufe später meine Mama. So, ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause. Ich wollte euch mal kurz zeigen, was wir gekauft haben. Eierlikör. Nein, das ist kein Eierlikör. Das ist Milch. Frisch vom Bauern. Und dann haben wir einmal Kirschen. Kartoffeln. 2 Packungen Eier. Dann hat Auda diese Riesenbohnen gekauft. Ich habe das vorher noch nie in meinem Leben gesehen. Moment. Und die Tüten kosten dort auch 10 Cent. Ja, krass. Aber diese Bohnen. Und da-da-da-dan. Erdbeeren. Wir suchen nämlich seit Tagen Erdbeeren, aber die sehen immer so vergammelt aus. Ja, jetzt werde ich mal alles schön einsortieren hier. Lina schläft übrigens, die ist richtig kaputt. Und ja, Schatz, guck mal, wie viel Spanien gespielt hat. Im Auge hat die Bohnen gekocht, haben sie gegessen. Und der hat viel zu viel
Zitronensäure reingetan. Der liebt das ja. Also bei dem muss alles sauer sein. Ich mag das momentan auch sauer, aber das war mir dann doch ein bisschen zu viel. Obwohl meine Schwiegermama am Telefon gesagt hat, du kannst so viel rein tun, aber tu nicht so viel rein, das wird zu sauer. Ja, den habe ich jetzt in die Badewanne gesteckt, aber der geht jetzt für ein, zwei Stunden raus mit seinen Freunden. Ich habe ihm das Kinderwagen sauber gemacht, die Wäsche abgenommen vom Wäscheständer und jetzt muss ich spiegeln. Ja. Mein Antibiotikum nehme ich übrigens immer noch hoch. Aber nur noch morgens und abends, weil ich merke, dass die Bakterien fast weg sind. Und sehe ich so kaputt aus. Ja, Nina ist auf jeden Fall am Duschen hier. Nina? Macht Spaß? Ja. Das reicht. Oh, in der Gesellschaft. Ja, Alina spielt hier zwar, aber ich sehe sie vom Spiegel hier. Und das ist die Wäsche, die ich machen muss. Aber das meiste sind Handtücher. Genau. Ich bügele jetzt schnell und danach melde ich mich bei euch.